In Deutschland, they share the games between the public broadcasters ARD and ZDF, as well as the private providers RTL and Magenta TV. While the public broadcasters traditionally have a wide reach and are frequent go to platforms for major sports events like the European Championship, Magenta TV has established itself as a pay TV provider that promises comprehensive coverage, including exclusive analysis and background reports. The first semi final. the first semifinal game will be broadcasted on ard. the kickoff is at 9 p.m, but the pregame coverage starts at 7:45 p.m. in der vorberichterstattung werden expertenmeinungen, interviews und rückblicke auf die bisherigen leistungen der beiden teams präsentiert. zudem gibt es live-schaltungen zu reportern vor ort sowie einblicke hinter die kulissen der mannschaften. das zweite halbfinale wird vom zdf übertragen. Auch hier startet die Vorberichterstattung um 9.45 Uhr mit einem umfassenden Programmablauf, das exklusive Interviews und spannende Analysen bietet. Besonders hervorzuheben ist die Expertenrunde um bekannte Fußballgrößen, die die taktischen Aufstellungen und möglichen Spielverläufe ausführlich diskutieren. Wer die Spiele nicht live sehen kann, kann hier kurze und spannende Zusammenfassungen genießen. Die Berichte werden unmittelbar nach Spielende ausgestrahlt. Internationaler Überblick. Wenn Sie sich außerhalb Deutschlands befinden, gibt es ebenfalls zahlreiche Möglichkeiten, die Spiele zu verfolgen. In Österreich und der Schweiz übertragen die nationalen Sender ORF und SRF die Halbfinalspiele. In den meisten europäischen Ländern können die großen nationalen und privaten Sender die Spiele übertragen, oft mit zusätzlichen Sprachoptionen und landesspezifischen Kommentaren, Streaming-Optionen und digitale Angebote. Für Fans, die mobil oder online schauen wollen, bieten die Sender ARD und ZDF kostenlose Livestreams auf ihren Internetplattformen an. Magenta TV bietet ebenfalls eine Streaming-Option für Abonnenten an. Diese digitalen Angebote sind ideal für alle, die unterwegs sind oder keinen Zugang zu einem Fernsehgerät haben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Fußballfans bestens versorgt sind und die Halbfinalspiele der EM 2024 auf verschiedenen Plattformen genießen können. Die breite Auswahl an Sendern und digitalen Angeboten stellt sicher, dass jeder Fan seine bevorzugte Art der Berichterstattung findet. Anita Falk, Sunday, July 7, 24. <laughs>